Herzlich willkommen zu Sanctuary Immobilien. Vielen Dank, dass Sie sich für mich als Ihren Makler entschieden haben. Heute zeige ich Ihnen die wunderschöne Gegend von Sanctuary mit den einzigartigen Geschütztürmen links und rechts und einer schönen, tollen Mauer. Denn Mauern sind immer was Tolles in dieser furchtbaren Zeit. Ansonsten haben wir natürlich hier, zwar, ich gebe es zu, ein kleines Drogenproblem in der Bevölkerung, aber das ist doch Szene, das wollen sie doch alle sehen. Und hier kommen wir dann auch schon gleich zu dem Prunkstück, das ich Ihnen heute zeigen möchte, nämlich dieses schöne Haus, eine Komposition aus Blech und Holz, was Ihnen gehören könnte für 1,5 Millionen, wovon natürlich 1 Million für mich als Ihren Makler draufgehen, denn dann ist es wert. Es ist hier nämlich sehr schwer, weitere Gebäude zu bekommen. Und jetzt viel Spaß mit Fallout 4. Willkommen zurück in der trüben Welt von Fallout 4 mit unserem freundlichen Begleiter. Hey, bleib stehen! Na gut, dann nicht. Wir sind hier noch vor der Corvega Fertigungsanlage. Also da sind wir ungefähr jetzt gespawnt. Ich habe beim letzten Mal praktisch nach dem Off noch hier die restlichen Leichen, die wir hatten, abgelootet und habe die Sachen verkauft. Also da war wirklich nicht irgendwie was Spannendes dabei oder sowas. So, aber damit, das war einfach nur mal so ein Hin und Her. Deswegen dachte ich mir, kann ich das im Endeffekt auch so machen. Habe also ansonsten auch wirklich nicht weitergespielt. Natürlich außer die Baufolge. Aber die gibt es ja an sich auch online. Könnt ihr euch anschauen oder nicht. Darüber reden wir aber gleich noch. Denn ich habe hier immer noch diesen markierten Ort. Das hatte ich nämlich beim letzten Mal gesehen, als wir hier losgestartet sind. Und das Passende ist eigentlich, dass es gerade eher so Nacht ist. Denn jetzt sieht man den Ort nämlich wirklich richtig gut. Er leuchtet es nämlich. Und ich würde mal sagen, wir speichern. Und dann gucken wir mal vorbei. Mit unserem coolen neuen Schwert. Jusaka. Ja, das uns super viel Geld gekostet hat. Also das muss auch cool sein. Sind da schon wieder Leute oben drauf? Spawnen die danach? Nee, alles klar. Upp, wo ist das Schwert? Mein Schwert. Mein Schwert. Wo ist denn mein Schwert hin? Habe ich das gar nicht. Das musste ich doch irgendwo ausgewählt haben, oder? Nö, okay. Dann kriegst du die 1. Alles klar, dann wollen wir mal losstreizen. Und dann können wir auch ein bisschen drüber reden, wie das mit der Baufolge und so gelaufen ist. Also hier, ich meine, klar, einen Tag später, das ist noch nicht ganz so sinnvoll, darüber jetzt zu resümieren, weil noch nicht so viele Leute das Ganze geschaut haben. Da muss ich wahrscheinlich noch ein paar Tage warten. Aber ich kann euch ja schon mal erzählen, wie das im Endeffekt für mich so vom Feeling her war. Und Abfallentsorgung, Jalbert Brothers. Gut, gucken wir mal. Da sehe ich Ranzratten. So, hin. Hallo, ich bin's. Ich bin's. Oh, den Hund getroffen. Na komm, na komm. Bats. Na? Kann ich da nochmal? Oder nochmal? Ah, das sollt ihr was sehen. War's das schon? Ich glaube, da unten habe ich noch was gesehen. Nee, die ist tot. Na, vielleicht hier noch? Oh, hallo. Noch mehr. Na gut, dann du auch. Also das Schwert scheint bis jetzt auch gegen andere, also gegen Menschen und so, ziemlich zu rocken. Und ich finde es cool, wie es jetzt so blutig aussieht und so. Das ist schon, na, schon ziemlich nice. Naja, ich glaube, wir können auch zurück zum Thema kommen, denn hier scheint es nicht mehr wirklich Leute zu geben. Sonst hätte wahrscheinlich auch schon Meister Töle hier irgendwie schon Alarm geschlagen. Oh, Loot. Kronkorken. Lange grüne Lumpen der Kinder des Atoms. Ah, die Kinder des Atoms gibt es wieder. Die bei Megaton bei Fallout 3 doch die Atombombe geheiligt haben. Ne, gut. Auch so tötet man traditionell gesehen. Oh. Die Kinder des Atoms. Insofern müsst ihr euch da nicht wundern, wenn ich den Leichen den Kopf abschlage. Das macht man einfach so. Ja. Ne, also das war dann. Für eine Explosion. Da muss es irgendwo eine Mine gegeben haben und das Vieh scheint den ausgelöst zu haben. Geil, dann wäre ich sonst nämlich drauf gelatscht. Ja, also es war ziemlich langwierig, das war halt so ein bisschen das Problem. Also irgendwie hatte ich insgesamt, ich hatte ja einen Teil sogar einen Zeitraffer aufgenommen, war das am Ende irgendwie, habe ich 50 Minuten aufgenommen und hatte am Ende schon irgendwo so das Gefühl, droppe ich das jetzt überhaupt noch? Ja, also es war meiner Meinung nach eher schlecht. Weil es einfach keinen Flow hatte. Ja, das war einfach eher so, man konzentriert sich halt schon drauf, wie macht man das Ganze, was baut man jetzt, wo baut man das hin und so weiter und so weiter. Und währenddessen soll man ja noch irgendwelche tollen Sachen wenigstens erzählen. Und das war eher schwierig. Ja, bin ich ganz ehrlich und ja, keine Ahnung. Also ich werde es so auf jeden Fall, glaube ich, nicht nochmal machen.
das für eine Konstruktion? Das muss die Bombe gewesen sein oder so. Sieht auf jeden Fall witzig aus. Naja, warte, wir drücken einfach mal E. Kann, macht der irgendwas? Ne, okay. Also das war halt so ein bisschen das Problem. Also ich werde höchstwahrscheinlich, wir müssen mal gucken, also ich will das mit dem Bauen irgendwo schon noch weiterführen, und wenn Leute jetzt, denen das durchaus gefällt, finde ich das zwar ehrlich gesagt ein bisschen weird, weil das, ich glaube, doch wirklich eher unspannend war. Aber ich meine, wenn, dann würde ich das vielleicht irgendwo noch weitermachen. Dann mache ich das aber, glaube ich, insgesamt anders. Wir werden hier sogar mal pennen, und zwar damit wir gleich wieder bei Tag ein bisschen mehr sehen. Ich weiß ja, das ist da alles so ein bisschen besser. Machen wir 10 Stunden, das müsste reichen. Und, naja, sagen wir mal so, also ich habe mir vorgenommen, das dann vielleicht das nächste Mal so zu machen, dass ich dann komplett das Ganze aufnehme, dazu aber nichts kommentiere, das Ganze dann im Nachhinein erst bearbeite, oh, der Hund hat was gefunden, und im Nachhinein bespreche, dass ich praktisch dann sowas wie, okay, hier können wir ein Haus bauen zum Beispiel, und dann seht ihr eigentlich dann nur noch in Zeitraffer, wie ich das Haus baue, und ich kommentiere das sozusagen dann nur noch aus dem Off. Und dann kommen wir zum nächsten Projekt sozusagen. Und dadurch könnte ich, glaube ich, das Ganze zeitlich ein bisschen zusammenstauchen, also sogar immens zusammenstauchen. Und wir können trotzdem noch zusammen bauen, und da würde einfach regelmäßig was passieren sozusagen in der Folge. Das könnte ich mir vorstellen, dass das eher funktioniert. Ja, aber das würde ich dann wahrscheinlich das nächste Mal dann ausprobieren. Aber halt mal gucken. Also da seid ihr natürlich wie immer wirklich gefragt. Vor allem die Leute natürlich, die sich jetzt dann auch die Baufolgen unbedingt anschauen werden. Also ich schätze mal, das wird auch eher ein kleinerer, harter Kern sein. Aber naja, es gibt durchaus immer mal wieder so Sachen, die hat man dann echt nicht auf dem Schirm. Ich meine zum Beispiel, da nenne ich mal ganz gerne Tormentum Dark Sorrow, das Singleplayer-Let's Play von mir. Da dachte ich auch immer so, das ist so ein kleines Spiel, das ist so speziell, das wird sich niemand angucken. Das war mir klar, als ich das gemacht habe, dass ich vielleicht 10 Leute oder so pro Folge haben werde. Aber so über die gesamte Zeit haben sich das doch immer mehr Leute angeschaut, und das ist wirklich sehr cool. So, guck mal, oh Gott, was haben sie denn hier abgeladen? Was geht denn? Leute, schon mal was von nicht Umweltverschmutzung gehört? Okay, warte, dagegen kriegen wir eine Menge Red Rhine. Das heißt, wir schmeißen uns erstmal hier ein kleines Hilfsmittelchen. Das ist Medex. Nein. Das hier wollte ich machen. Das hier. So. Oh, geil. Leichtbau Raider, so gut brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Pennen sollten wir hier vielleicht auch nicht. 18 Strahlen. Oh Gott, geht's hier ab. Oh. Was haben wir da? Experte, die kriegen wir nicht. Besser, die kriegen wir auch nicht. Bekackt, okay, aber müssen die mal ganz schnell wieder raus. Kriegen wir jetzt immer noch rein? Nee, passt. Okay. Das heißt, wir droppen uns auf jeden Fall auch mal ein Red Away. Oh Gott, wir müssen auch noch was essen. Ein Stimpack? Ach komm, nehmen wir ein Stimpack. Wir haben ein paar von denen. Speichern die Kiste auch mal. Denn wir haben jetzt ja eine ganze Menge hier eigentlich gefunden. Gucken wir mal kurz, wie viel wir noch transportieren können. Oh, wir können einiges noch transportieren. Und die Töle trägt ja auch noch nicht mal was. Also da geht noch einiges. So. Oh. Hallöchen. Nuka-Granate. Habe ich das da gerade richtig gesehen, dass wir eine atomare Granate gefunden haben? Fette Sache. Ich meine, die normalen Granaten. Oh. Kronkorken, Kartoffelchips, Karotte. Okay. Noch mehr. Mensch, wie viel sind denn hier draufgegangen? Na gut. Ich meine, wenn sie wahrscheinlich so gegen neben Atomfässern dann pennen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie irgendwann dabei draufgehen. Jetzt gucken wir mal auf die Karte. So viel zum ersten Teil sozusagen der heutigen Folge, wenn man das mal genau nimmt. Dass wir jetzt hier ein bisschen da wollte ich eigentlich. Ja, ist egal. So. Haben wir hier ein bisschen gestreunert, und jetzt sehen wir schon, wir hatten jetzt hier die Quest gekriegt, dass wir zu der Oberlandstation gehen sollen. Denn der gute Herr, ich habe seinen Namen vergessen, hier der komische Minuteman-Fuzzi, der will auf jeden Fall, Preston Garvey, da ist er, der will, dass wir die Oberlandstation ein bisschen hier unterstützen. Und das machen wir jetzt auch, da latschen wir einfach mal dumm dreist hin. Ich hoffe mal, ja, die Militärsequenz, die hatten wir schon, da haben wir auch eine Quest gekriegt, das werden wir dann vielleicht das nächste Mal machen. Müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie das jetzt auch so läuft. Denn ich habe ehrlich gesagt mittlerweile so ein bisschen Respekt vor dem, was jetzt kommt. Weil ich mir ziemlich sicher bin, dass wir eigentlich noch gar nicht so ein harter Banger sind. Und deswegen könnte es durchaus sein, dass wir jetzt demnächst auch mal ein paar Mal sterben. Ich gehe mal lieber erstmal noch auf eine Fernkampfwaffe. Ich glaube, Laserwaffen sind gar nicht schlecht gegen Roboter, denn ich habe hier, glaube ich, Roboter gesehen. Gewächshaus? Der betreibt es hier weiter, oder wie? Nicht nur er. Bringen ja ein paar Mutterbeeren für die Aussaat. Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Geil! Also, kann ich die hier schnappen?
Oh, ich dachte, jetzt macht er hier Stress. Okay, wir nehmen einfach mal die Mutterbeeren hier. Jetzt gehen wir wieder zurück. Und ist der andere. Das war Mr. Handy. Ey, wie konnte ich das noch wechseln? Bereit, die Mutterbeeren abzugeben? Mutterbeere verkaufen. Ja, ich nehme die Kronkorken. Wunderbar. Hier bitte. 2 Kronkorken pro Stück. Okay, das ist jetzt nicht die Welt. Macht er was? Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Cool. Das ist raffiniert. Das ist ziemlich genial. Ich wette, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten. Natürlich, Liebling. Unsere einzigartige Hierarchie ermöglicht uns einen dauerhaften Betrieb. Du musst wissen, dass es hier 2 Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Geil. Er war verrückt. Das Genie hat recht. Ich erinnere mich an ihn. Was mit ihm passiert? Ist das Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Ist nichts Besonderes. Sarkasmus. Mal gucken, wie er auf Sarkasmus reagiert. Super. Dabei hatte ich gedacht, ich wäre das Fernsehen endlich los. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Gute Frage. Es ist furchtbar. Aha, das ist es, oder? Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Ich will mich nicht aufdrängen, aber könntest du uns vielleicht helfen? Womit denn? Also, was soll ich tun? Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Weston-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck. Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Geil. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn die das so sagt. Aber okay. Geil, haben wir uns einfach mal eine neue Quest angelacht. Was haben wir hier? Mr. Handy, ist egal. Tato, nee. Aufseher Brown, dann die Kämme, bei dem können wir auch ein bisschen was abgeben. Das lohnt sich erstmal nicht so. Oh, hier sind noch mehr Mutterbeeren. Da könnten wir also durchaus, aber ich glaube, das machen wir auch später, Mr. Handy, hier und so weiter und so fort. Sondern ich würde sagen, wir gehen einfach mal wirklich weiter hier zur Farm, so wie wir es uns auch vorgenommen haben. Und machen dann die Quest, die wir jetzt hier genommen haben, vielleicht das nächste Mal. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich will das ja alles immer so ein bisschen so Hand in Hand gehen lassen. Das heißt, auch zwischendurch mal ein bisschen streunern oder erkunden, damit wir nämlich auch genau wie das hier so eine komischen, coolen Nebenquests uns auch dadurch auch mal hier freispielen. Okay, hier scheint schon wieder irgend so eine Anlage zu sein. Ich lade mal die Knarre durch eigentlich. Ah, die ist geladen. Das wusste ich natürlich. Deswegen speichere ich auch gleich mal. Okay. Okay, da sehen wir, da läuft schon irgendwie verdammte Scheiße ins Wasser oder so. Also kein Wunder, dass hier eh alles so ein bisschen, naja, voll im Arsch ist. Übrigens müsste eigentlich die Strahlung vor allem in den Flussgewässern gar nicht so hoch sein. Es sei denn, natürlich ist noch Müll drin oder so. Weil im Prinzip haben Flüsse extrem hohe Selbstreinigungskräfte. Also das müsste wahrscheinlich so nach 30, 40, 50, 60 Jahren irgendwann dann auch wieder so sein, dass man sagt, okay,
Vielleicht könnte man es sogar trinken. Aber ich bin auch kein direkter Atomexperte, das ist eher geraten. Also die Selbstreinigungskräfte, die ich so von... Brauerei, nice. Aber wie gesagt, wir gehen erstmal weiter. Wir machen erstmal die Quest. Schön konzentrieren. Ich glaube, dass ich Pilze, die kann man doch sicher ernten. Ernte die Pilze. Nein, wir können keine Pilze ernten. Schade, schade. Schade, schade, schade. Vorne ist wieder irgendwas. 45 Meter, 50 Meter. Ist es das schon? Gehen wir hier mal ein bisschen hoch. Nachher werden wir hier nicht von rechts von irgendwelcher Scheiße überfallen. Nee, nee, nee. Sieht alles soweit gut aus. Enten sehen wir schon. Die Stadt am Horizont. Nee, nee, das hier ist es schon. Okay. Hallo Leute, wie geht's euch? Oh, ihr baut ja schon schön fleißig was an. Haben die Minutemen dich geschickt? Klar, natürlich. Na klar, sag mir einfach, bei was ihr Hilfe braucht. Es gibt da eine Raider-Gruppe, die uns einfach nicht in Ruhe lässt. Sie rauben unsere Lebensmittel und unsere Vorräte. Und sie drohen uns, wenn wir ihnen nicht geben können, was sie wollen. Wir wissen, wo sie sich versteckt haben, aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen. Hey, keine Sorge. Keine Sorge. Ich kümmere mich für euch um diese Raider. Das hoffe ich. Wir wussten nicht, was wir tun sollen. Vielleicht erstmal irgendwie Danke sagen oder? Ach nee, gut, okay. Was erwarten wir hier auch? Was erwarten wir auch? Dahin? Töte Raider in Hardware Tom. Hardware Tom. Das ist ja noch weiter hier. Boah, ist hier direkt in Diamond City. Ich weiß gar nicht, ob ich schon direkt nach Diamond City gehen will, ehrlich gesagt. Ich meine, ich will hier gar nicht so straight reinlatschen, sondern ich will hier eigentlich auch noch ein bisschen und so. Aber wir haben gesagt, wir machen die Quests, also machen wir auch die Quests. Und deswegen gehen wir jetzt dahin. Wenn wir nicht sterben, heißt das natürlich. Weil davon gehe ich ehrlich gesagt schon ein bisschen aus, dass das jetzt problematischer wird. Aber das passt schon. Das kriegen wir hin. Wir haben bis jetzt hier noch alles hingekriegt. Wir sind eigentlich ein laufender Waffenschrank, wenn man es mal genau nimmt. Und wir haben einen Hund dabei. Also das wird schon. Was soll das hier sein? Da gucken wir mal hin. Hirnpilz. Geil. Schmackhaft. In einer tollen Sahnesoße. Okay, hier sieht's ja... Okay. Ja, Leute. Oh Gott, daneben geschossen. Daneben geschossen. Ich glaube, das machen wir lieber mit dem VATS. Dann geht's ein bisschen besser. Hallo. Wie geht's euch? Nicht gut. Nicht gut. Komm, wir wollen mal die nächste. Zack. Und, nein, wir nehmen dich auch nochmal. Und zack. Und jetzt geht los. Zack. Komm, töte sie, töte sie. Sonst ist sie nachher so weit weg und du triffst sie nicht mehr. Immer diese Blähe fliegen. So, jetzt müssen wir sie hier nur noch irgendwie finden, dass wir... Ey, ich will doch das Blähe fliegen Fleisch. So wichtig ist es auch nicht. Da ist ein Haus, da müssen wir mal hin. Oh, da kann man nicht looten, aber das hier können wir looten. Yay! Ein bisschen Hubblume. Hubblume. Ist das hier so ein alter Schuppen oder so? Speichern wir mal schnell. Hallo, Leute. Okay, hier beginnt so ein bisschen die Vorstadt. Wir müssen weiter in die Richtung. Alles klar. Was haben wir da? Eiskühler? Nichts. Es scheint ein Laden zu sein. Wirklich. Wirklich, Dogmeat. Wirklich. Du hast was gefunden. Sag bloß nicht das Zeug, was hier rumliegt, was ich auch schon gefunden habe. Oh, hat eine blöde Töle. Flaschenkürbis. Was haben wir hier? Oh, Alter. Jetzt steht er mir auch noch im Weg. Mensch, 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 Mensch. Wenn der nicht was tragen würde, dann, na gut, er hält manchmal auch die Leute fest. Okay. Okay. Tür knacken. Kann ich. Normalerweise... Ja. Cool. Geil. Oh, da hat es erwischt. Kochherd, auch geil. Das ist aber der Haarklammerbox. Fette Sache. Daytripper? Was ist denn Daytripper? Guck mal, ob es bei Hilfsmittel wahrscheinlich sein wird. Nö, aber ey, wir haben Level Up, aber das machen wir am Ende der Folge. Na gut, okay, dann also erstmal nicht.
Verkäufer, Kronkorken, Melone, passt alles. Also hier können wir auf jeden Fall ein bisschen ablooten, das ist schon geil. Echt Chipper. Die scheint hier irgendwie. Schlammbohne. Mach die Tür zu. Blutblatt und leuchtender Pilz. Alter, ja, ist ja gut. Mann, ist der stressig heute aufgelegt. Ist. Oh. Warte. Habe ich da irgendwas mit Injektor gesehen? Waffen. Nö. Nicht wirklich? Doch, das hier, oder? Maximale Kapazität gehärtet. Okay, mit Stand. Oh, nice. Das Ding werden wir mal kurz austesten, würde ich sagen. Vor allen Dingen mit einem coolen Visier mit drauf. Aber ich will unbedingt wissen, was dieser bekackte Daytripper ist. Kleidung, Hilfsmittel, das muss hier doch sein. A, B, C, D. Daytripper, da haben wir ihn ja auch. Glück mehr, Charme mehr, Stärke mehr. Fett. Das ist 40 wert. Das sparen wir uns, glaube ich, mal auf. Aber das scheint ja echt eine harte Droge zu sein. Okay, gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oder aber, bevor wir weitergehen, machen wir einfach mal das Levelchen zu Ende, weil dann kommen wir auch langsam so zu Ende der Folge. So, T, was haben wir denn da für eines? Wir können einen super duper Run vergeben. Wir brauchen eigentlich, müssen wir noch mehr tragen, damit wir nämlich schön mehr looten können. Dafür brauchen wir aber auch Level 10, das haben wir noch nicht, das heißt, das können wir uns sparen. Wir haben den mysteriösen Fremden. Ich würde den aber sogar, ehrlich gesagt, sogar insgesamt bei einmal lassen, weil der taucht ja eh nicht jedes Mal auf. Und das ist, glaube ich, eher dann so witzig, wenn der auch mal dann ab und zu mal kommt, dann werden wir uns wahrscheinlich eher darüber freuen, als wenn er jedes Mal kommt. Außerdem gibt es so viele geile andere Sachen, dass ich definitiv sagen würde, wir lassen es dabei. Was haben wir hier? Kampf und... Achso, nee, das hatten wir schon mal. Das ist kacke. Beziehungsweise das will ich erstmal nicht. Weil wir könnten hier drauf nochmal setzen. Aber 10%... Okay... Ich meine, 10% mehr Schaden ist eigentlich eine coole Sache. Aber wir haben hier schon, wir setzen eigentlich hier schon immer mit drauf. Ignoriert 15%, Alter, das wird ja immer heftiger. Aber wir haben schon ein Sterni, wir haben zwei Sternchen, oder? Nee, ein Stern haben wir schon. Ah, gucken wir mal. Das hier könnten wir natürlich auch weiterhin noch drauf setzen. Das würde uns langfristig gesehen auf jeden Fall ordentlich was bringen. Revolverheld bin ich nicht so. Lass dich von Vault-Tec leiten. Der Weg zum nächstgelegenen Questziel wird im VATS angezeigt. Ja, nö. Klingt mir jetzt nicht so geil. Schatzsucher, du weißt, wie man die verborgenen Reichtümer des Ödlands kommt und findet mehr Kronkorken in Behältern. Ja, wir haben nicht so das große Problem damit, beziehungsweise will ich das eigentlich eher hiermit lösen. Das heißt, insofern können wir uns das auch sparen. Gucken wir mal weiter nach unten, was wir hier unten schon nehmen können vielleicht. Nüschte. Doch, hier können wir. Wiederverwerter, sparender Not. Nee, was haben wir da? Auf Tuchfühlung mit den Bestien. Ziele mit deiner Waffe auf ein Tier mit einem niedrigen Level und erhalte die Chance, es zu beruhigen. Das könnte ganz witzig sein. Groß und schwer. Durch viel Übung und Erfahrung verursachen schwere Waffen 20% mehr Schaden. Ich will eigentlich eher Richtung Sniper gehen. Das heißt, das sparen wir uns mal auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, dann nehme ich sogar... Nein, der kann ich ja gar nicht. Aber ich glaube sogar, dann nehme ich das hier. Wo war denn das jetzt hier? Das können wir noch nicht nehmen, ne? Ne, Wahrnehmung 4, genau. Da wollten wir doch eh noch irgendwas machen. Ich setze mal hier den Punkt dann auf Wahrnehmung, dass wir beim nächsten Mal nämlich das hier machen können. Mit flinken Fingern kannst du Schlösser einfacher knacken. Außerdem hast du die Möglichkeit, fortgeschrittene Schlösser zu knacken. Ich will nämlich immer Schlösser knacken können und auf sowas überhaupt nicht verzichten. Und deswegen werden wir das hier erstmal nehmen. Und dann speichern wir mir hier zum Abschluss und... Dann hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat. Vielen Dank natürlich fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und vergiss bitte nicht das Kommentieren zu der Baufolge. Also vor allen Dingen zu der gesamten Thematik, weil das hilft mir wirklich immer sehr weiter, wie ich das Ganze nach dann am Ende doch strukturiere. Bis dahin.